Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. In Kassel fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Das hat sich inzwischen in allen Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung herumgesprochen und auch die AfD hat anscheinend die Hand angelegt. Über das Ausmaß der Wohnungsnot sowie die politischen Maßnahmen, die erforderlich sind, um hier Abhilfe zu schaffen und die Verfügbarkeit von menschenwürdigem und bezahlbarem Wohnraum für alle sicherzustellen, gibt es weit auseinanderklaffende Vorstellungen, die hier auch schon mehrmals kontrovers debattiert wurden. Selbstverständlich, das Stadtparlament ist ein natürlicher Ort, an dem die unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen und politischen Gegensätze ausgetragen werden. Was alle demokratischen Fraktionen, von der Kasseler Linken über SPD und Grüne, Freie Wähler und Piraten, Liberale unterschiedlicher Schattierungen bis hin zur CDU dabei eint, über alle politischen Gräben hinweg, ist der Wille, allen Menschen in dieser Stadt gleichermaßen gerecht. Ihnen die nötigen Rahmenbedingungen zu bieten, um ihre Fähigkeiten zu entfalten, Lebenschancen zu ergreifen und ein Leben in Würde zu führen. Und zwar unabhängig von sozialer Herkunft, Migration, Geschlecht, Hautfarbe und sexueller Orientierung. Der vorliegende Antrag der AfD nun greift genau diesen Grundkonsens aller Demokraten, mögen sie sich auch ansonsten über vieles, auch grundsätzliches Uneins sein, massiv an. Er legt die Axt an das grundlegende Prinzip der Solidarität, in dem deutsche Staatsbürger, ich nehme an, Sie meinen auch die Staatsbürgerinnen, und einige wenige privilegierte Migranten bei der Wohnraumversorgung bevorzugt werden sollen. Ich will an dieser Stelle gar nicht Ihre kauzigen Interpretationen des Grundrechts auf Asyl und der Legitimität der Flucht vor Krieg und Verfolgung erörtern, es wäre Zeit verschwenden. Ich spare mir auch längere Ausführungen zu der skurrilen Doppelmoral, die unschwer erkennbar ist, wenn ausgerechnet die Fraktion hier einen solchen Antrag stellt, deren ehemaliger Fraktionsvorsitzender vor noch gar nicht so langer Zeit versucht hat, sich als Vermieter an Geflüchteten eine goldene Nase zu verdienen. Worauf ich allerdings hinweisen will, ist die kategorische Auffassung des Grundgesetzes zu Bestrebungen, wie denen im vorliegenden Antrag zum Ausdruck kommen. Da heißt es in Artikel 3 und Absatz 3, Zitat, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, was auch immer das heißt immer, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Zitat. Und dieses elementare Gleichbehandlungsgebot ist keine sozialistische Schwärmerei, sondern Grundlage unserer Rechtsordnung und unseres Zusammenlebens. Wer das angreift, der will sich verabschieden von dieser Grundlage. Der will die Menschen spalten, aufhetzen und in ein permanentes Konkurrenzverhältnis setzen. Jeder gegen jeden und im Zweifelsfall mit dem Recht des Stärkeren. Der will eine Gesellschaft, in der der Mensch des Menschenwolf ist. In der nicht eigene Leistung und Engagement, nicht Solidaritätsfähigkeit und Mitbestimmungsfähigkeit die Voraussetzung für das persönliche Glück sind, sondern Besitzstände und Privilegien. Wohnen ist ein Menschenrecht. Eine Voraussetzung für ein menschenwürdiges Dasein in dieser Gesellschaft. Die Grundrechte aber gelten für alle. Und diese Selbstverständlichkeit verteidigen wir. Und ich will auch nochmal persönlich anmerken, der perfide Rassismus, die Demagogie, die darin besteht, Arme gegen Arme auszuspielen, ist ja ziemlich beliebig. Heute reiten sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf geflüchteten Menschen herum und setzen darauf, Ressentiments gegen Muslime oder Migrantinnen aus nicht-europäischen Kontexten bedienen zu können. Wer ist wohl als nächstes dran? Als mein Vater 1945, damals knapp 11 Jahre alt, mit einem Teil seiner Familie als Kriegsflüchtling aus Hinterpommern im Ruhrgebiet ankam, hoffte er, dass sie als Deutsche von anderen Deutschen aufgenommen und integriert werden würden. Aber was schallte ihm davon vielen ihrer einheimischen Landsleute entgegen, als sie sich um Wohnraum und Lebensmittel bemühten? Polacken! Das waren sie plötzlich, Polacken. Und diese Erfahrung, dass der ganze Quatsch, der ihnen vorher immer erzählt worden war, und den auch sie wieder erzählen, von der exklusiven Solidarität der Deutschen miteinander in Wirklichkeit nichts wert war, diese Erfahrung war wohl prägend. Und abschließend will ich nochmal betonen, trotz aller sozialen Probleme, steigenden Mieten und dem Mangel an Sozialwohnungen gibt es in dieser Stadt keinen Verteilungskampf zwischen Migrantinnen und Bio-Deutschen und dem knappen Wohnraum. Es gibt teilweise rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Ich könnte einige konkrete Beispiele dafür nennen. Aber das ist ein anderes Thema. Eine vermeintliche Bevorzugung von Geflüchteten bei der Wohnraumvergabe ist ein Märchen, das allenfalls in ihren Hetzpostings auf Facebook oder Twitter existiert. Fake News. Sie wollen diese Entsolidarisierung, diesen Krieg der Armen gegen die Armen erst in die Welt setzen, um dann die Ernte einzufahren.
Und dafür bedienen Sie sich unter anderem dreist der Tribüne dieses Stadtparlaments. Aber ich bin mir sehr sicher, dass alle anderen Fraktionen hier dieses Ansinnen zurückweisen.